So, kommen wir zu einem weiteren Thema, was Blender angeht. Man kann ja bei Blender mehr oder weniger aus dem Programm selber raus keine anderen Schriftarten wählen. Man muss ja irgendwo eine Schriftart herbekommen. Und genau das schauen wir uns halt heute mal an. Wo bekomme ich denn eigentlich einen anderen Font für meine Schriftarten her? Beginnen tun wir ganz einfach. Wir adden einen Text hier oben. Add Text. Habe ich hier meinen Text. Den schieben wir jetzt mal ein bisschen dahin, wo ich ihn ungefähr haben will. Und dann geht's los. Wie bekomme ich jetzt für diesen Text einen anderen Font? Und das geht ganz einfach. Man hat auf der rechten Seite hier unten die Font-Geschichte. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke auf den regulär, den haben wir nämlich jetzt momentan ausgewählt, hier drauf, also auf die, auf das Ordner-Symbol, dann habe ich hier mein C-Laufwerk zum Beispiel. Und dann habe ich hier Windows, da klicke ich drauf. Und dann geht es hier runter, runter, runter und irgendwo steht dann Fonts. Und wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich alle Fonts, die Windows mir zur Verfügung stellt. Ja. Und mit diesen Fonts kann ich jetzt arbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche einen ganz bestimmten, ich nehme ja immer Impact, ne, weil das gefällt mir am besten, dann klicke ich einfach da drauf und dann mache ich Open Font und schon habe ich den Text mehr oder weniger in diesen Font geändert. Jetzt kann ich natürlich den Text weiter bearbeiten, indem ich den zum Beispiel extrudiere. Ja, zum Beispiel, also irgendwie habe ich es mit dem Extrudieren nicht so richtig da, also das ist ja Wahnsinn. Also wenn zum Beispiel extrudiert oder die Tiefe des, des Bevels ein bisschen ändere hier und dann kann ich diesen Text weiterverarbeiten. Das war es eigentlich schon. Also das geht ruckzuck an anderen Font mehr oder weniger festlegen. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ja, so schnell geht das. Und dann hat man Texte, die man dann verwenden kann. Viel Spaß beim Ausprobieren.